Helm, wo du sitzt. Wunderbar. Hallo, herzlich willkommen, Outdoorter hier. Wir sind heute mal wieder im Weißhauswald. Once again. Ne? Heute mal ohne groß Voice-Over und Pipapo, einfach GoPro an. Heute nochmal klassisch mit Chin-Mount. Wollte ich auch nochmal ausprobieren. Dann würde ich einfach sagen, euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ulig, ulig, ulig. Also man sieht, ich pumpe sehr viel Reifen auf. So Leute, es geht los hier Weißhauswald. Heute mal mit dem Enduro und ich probiere mal nochmal den Chin Mount. Oh, das ist so leicht im Vergleich zum E-Bike. Und neue Runde hinter Alex, der extra aus Sasbach-Walden hier heute angereist ist. Boah, ey, den Baum, den nehme ich irgendwann noch mit. Den kleinen, den sehe ich fast nicht. Uhu. Bei ihm sieht es so richtig elegant aus, wie der so, guck mal, wie der die Kurven nimmt und so. Gut. Ja, ich bin da. Ganz einfach rollen. Ja, ich kann das. Ich kann das, ich bin schon groß. Wuhu. Boah, es macht so Bock heute. Das Wetter ist so gut. Also dafür, dass es so schlecht gemeldet war. Alex fährt irgendwie eine komplett andere Line hier. Hier war ich noch gar nicht. So, fahren wir doch da mal lang. Weiß gar nicht, was hier kommt, um ehrlich zu sein. Aber man muss ja immer offen sein für Neues. Das ist auch ganz lustig hier. Den Weg kenne ich gar nicht, wo ihr da fahren. Ich bin immer links gefahren. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Wow! Was ist das los hier? Was ist da ein Baum? Das ist ja ganz lustig, die Strecke. Ja, geil! Gut. Machen wir mal die Heidi, die hier mit dem schönen Sprung startet. Der Alex hängt mir im Nacken. Boah, hier ist schon gut bremswellig. Ich fahre die hier leichte. Wow. Rutsch! Boah, dieser Stein, ey! Wow, die GoPro! Hallo, ja. Was ist das nochmal? Okay. Ja. Bei den Lennox Opt-in. 9 Jahre. Oder 8. Das ist gerade. Okay. Wuhu! Yeah. Da oben steht eine Pampe und ist stolz wie Spanier. Das ist beides, aber wir müssen uns ein bisschen, dass vielleicht die, die das fahren, vorfahren, dass wir uns da nicht in die Queren kommen. So Leute. Ich gehe nochmal ein Steilstück,
hinter dem Lennox jetzt. Ich lasse aber ein bisschen Abstand, bis er unten ist. Okay, er ist unten und let's go! Lennox hier! Links halte Lennox, ist leichter. Egal, da fahre ich hier. Wuhu! So Bock heute. Geile Truppe. Überraschend gutes Wetter. Lennox, fahr vor. Und Alex nehme ich die Vorfahrt und er wollte einen Sprung holen. Ach, Scheiße. Hier im Labyrinth Weißhauswald. Ich hab mich rechts. Achtung, Lennox, ich fahr vor. Hier wird's technisch, Lennox. Was machst du da? Ich muss echt sagen, das ist jetzt das erste Mal seit meinem Gewichtsverlust, dass ich hier mit dem Enduro unterwegs bin. Und ich merke, die Pfunde, die fehlen gerade so extrem. Also ich komme hier echt gut den Berg hoch mittlerweile. Bin ich richtig glücklich. Natürlich immer noch am Schnaufen und am Fluchen. Wie soll es auch anders sein? Aber trotzdem läuft, muss ich sagen. Ja. Ey, war das gerade lustig, die Abfahrt? Ist da, das ist so lustig, wenn alle irgendwie von alle Seiten so kreuz und quer. Wir haben Plätze getauscht, jetzt hinter dem Alex. Baller ich hier immer einen Anlieger wie so ein Gestörter, nur um dann auf 3 km/h runter zu bremsen. Originaler Nichtskönner bin ich. So, und hier ist die Gruppe stehen geblieben, um sich das Steilstück anzuschauen. Let's go! Was war das? Oh je! Yeah. Alex, was war das? Rübergekommen oder was? Hier hören die Downhill rein, ne? Rollen wir sie mal an. Yes! Guck mal hier, ich bin noch nicht gefahren. Dann probiere ich noch mal gleich den Sprung mit ein bisschen mehr Speed. Jetzt hier rüber. Rechts frei. Ja. Aufpassen hier. Wurzel des Zorns. Und Gas. Und abziehen. Oh nee! Wieder gecased. Projekt für das nächste Mal, Leute. Boah. Jetzt haut's aber rein. Kondition. Das so den Abhill gesprintet. Ach, ich trau mich nicht so die ganz Außenleine. Obwohl die natürlich wesentlich besser ist. Ja, wurde gerade noch mal von 2 netten Leuten angesprochen, die wollten noch ein Foto machen. Und es kommt immer so, die wollten ein Foto machen, ich bin's da. Nee, Quatsch. Falls ihr das Video seht, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Freut mich so krass, wenn mir Leute erzählen, dass sie durch meine Videos mit dem Mountainbiken angefangen haben. Also, wenn mich eins an meinem ganzen Kanal und so stolz macht, dann ist es das. Und somit
endet jetzt auch das Video. Ich danke euch fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.